Nachdem Rikimaru Tag und Nacht gelaufen ist, erreicht er die Festung Goda noch vor dem Feuerdämon. Fürst Goda ruft die Edelleute des Hauses Goda zu einer Notfallsitzung. Wir müssen eine Möglichkeit finden, den brennenden Morgen und das riesige Kriegsschiff aufzuhalten. Unsere Truppen können es nicht vom Land aus bekämpfen. Wir sollten die Flotte losschicken. Unsere Boote sind zu klein. Sie werden zertrümmert, bevor sie auch nur in die Nähe des Feuerdämons kommen. Ihr sprecht, als hätten wir den Kampf schon verloren, bevor er überhaupt beginnt. Habt ihr vergessen, dass ihr Krieger seid? Sie sind da! Ich werde den Angriff auf das feindliche Schiff selbst leiten. Bereitet mein Schiff vor. Fürst Goda, ich werde an Bord des feindlichen Schiffes gehen. Ich werde Kagami für euch töten. Gebt auf euch Acht, Rikimaru. Ich möchte euch nicht verlieren. Wir sehen uns, wenn alles vorüber ist. Ja, Fürst. Die Seeschlacht und willkommen zum Story-Finale von Rikimaru bei Tenchu 2. Los geht's. Und das ist wirklich der letzte Part, also jetzt nicht von dem LP, sondern von Rikimaru sein Story-Strang. Denn danach kommt nichts mehr. Also mit Rikimaru kommt nichts mehr. Da hat man noch einen kompletten Story-Strang mit Ayame und Tatsumaru später auch noch. Aber ihr entscheidet es, ob ich Ayame auch zeigen werde oder nicht. Gebt dem Ganzen einfach eine Bewertung, dann werde ich es ja sehen. Egal, wir fangen jetzt erstmal an mit dem Finale von Tenchu 2 Rikimaru. So. So. Und diese Mission geht sehr, sehr lange. Stellt euch schon mal auf einen langen Part ein. Ich freue mich schon, diesen zu schneiden und hochladen zu dürfen für euch. Das wird alles so ewig dauern. Naja, was soll's. Ich mache das Ganze ja für euch. Weil ihr die Besten sind. Also ihr die Besten seid. So, gucken wir mal. Wir müssen auf jeden Fall ins Wasser. Aber ich schaue nochmal, ob da hinten am Land noch einer ist. Also sich jemand versteckt. Man kann ja nie wissen. Mein Ziel ist auf jeden Fall, alle umzubringen. Also jetzt nicht ganz so grob sehe ich das mal, wenn ich das nicht alle töte. Es ist auch kein Beinbruch, aber ich versuche, alle mitzunehmen. Und lag. Und ja, ich habe wieder vergessen, mein Antivirus auszuschalten. Das war ein Kackding, ey. Und da ist noch das erste Schiff. Aber das sieht nach einer Goda-Truppe aus. Habe ich den Sprung? Ich habe ich niemals. Da war außerdem auch eine unsichtbare Wand. Kann ich das zeigen, Leute? Ja, wenn das der Lag mal weggehen würde. Das ist einer von unseren Leuten. Blau ist nämlich Fürst Goda. Aber ich glaube, da oben ist jemand, der uns nicht freundlich gesinnt ist. Und das geht natürlich nicht. Habe ich schon mal gesagt, dass ich keine Wasserlevel mag? Ich mag sie echt nicht. Und lag. Ich mache mal kurz einen Cut. Ich muss den Antivirus ausschalten. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Jetzt ist der Antivirus ausgeschaltet und ich hoffe mal, dass die Lags jetzt aufhören. Und klar, hier kann man natürlich hoch und da ist auch der erste Gegner. Du allein auf so einem Riesenschiff? Ich glaube, du bist nicht alleine. Als ob Kagami so einem kleinen Hirn wie dir
so ein riesiges Schiff anvertraut. So ein Kleingeist, wollte ich eigentlich sagen. Deswegen klang gerade meine Aussage so komisch. Da haben sich alles so in meinem Kopf vermischt. Dreh dich um. Gut. Du bist ein kleiner Bogenschütze, oder? Oh, oh. Ich wusste, er ist nicht allein. Egal. So, anders ging es jetzt gerade nicht. Ich wusste, der ist nicht allein. Der konnte niemals alleine sein. So. Die ersten beiden sind down, ohne dass wir uns gesehen haben. Ich weiß doch nicht, wofür Godas Leute da sind. Die machen scheinbar gar nichts und krauen sich die Nüsse. Na, ist ja egal. Der blöde Summer-Ninja macht das ja schon, ne? Also der Part wird auf jeden Fall XXL. Ja, und der Leck ist immer noch da. Okay, hier sind keine mehr. Schauen wir einfach mal so. Von links nach rechts, von links nach rechts, von links nach rechts, von rechts nach links, so. Meint das eigentlich? Und diese Lags hören auch noch nicht auf. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Aha. Ein Rot. Wenn du wüsstest, dass dein Tod hier gerade lauert. Wie ins Wasser fallen. Natürlich. Hier sind jetzt mehrere Schiffe. Oh, das war knapp. Da hinten. Mutig von mir. Aber egal, wir haben es trotzdem geschafft. Zack. So. Ah, natürlich hast du nichts. Da hinten der nächste. Niemand. Okay, da ist der nächste. Du bist. Also, mir würde schon komisch vorkommen, wenn da so ein Strohhalm aus dem Wasser ragt, aber nein, warum? Vielleicht sieht er durch seine Maske auch nur schlecht. Wer weiß. Fragen über Fragen, die uns niemals beantworten werden kann, weil er jetzt tot ist. So. Tja, er war für ein Interview leider nicht bereit. Er wollte seine Birne verlieren. Also in der englischen Version verliert man auch gerne mal seine Birne, wenn man das macht. Also der Gegner verliert seine Birne. Aber die deutsche Version ist halt zensiert. Aber dafür hat sie wenigstens eine deutsche Sprachausgabe. Das ist ja auch schon nicht allgegenwärtig ist bei Spielen. Also oftmals kommt Spiel auch nur mit dem Untertitel raus. Wo? Da. Nein, nicht laggen. Oh Mann. Und zack. Ach Mann, da war kein Platz mehr. Schade. Ich liebe diesen Kill. Oh, der hatte wenigstens was. Cool. Hä? Hat mich ernsthaft der Typ da hinten gesehen? Was hat der bitte für Augen? Ist das etwa ein Asuma-Ninja? Ist es Tatsumaru? Ach egal, wir müssen sowieso erstmal tauchen. Wir müssen zu dem da hinten. Der ist nämlich da hinten so behindert am Stehen. Natürlich drehst du dich in die falsche Richtung. Das war klar. Da, guck mal. Da steht einer von Godas Leuten. Und was macht der? Nichts. Oh Mann, was soll das? Das finde ich nicht cool. Alter. Der Part wird sowieso schon total lang. Wir haben jetzt schon über 10 Minuten. Und du, Penner, drehst dich in die richtige Richtung. Würdest du mich eigentlich ver... Ist mir egal. Bleib ruhig so stehen. Ist mir egal. Hab und war einmal gesehen. Ist mir egal. Hey?
Hä? Warum hat er denn jetzt aufgehört? Und weh, du Penner, machst das gleiche Spielchen jetzt nochmal nur in diese Richtung, dann krieg ich echt einen Affen, ey. Nein, nein. Oh, ey, weh, ne? Ich krieg hier gleich einen Affen. Leute, hört auf damit. Okay, dann sieh mich. Ist mir egal. Alter! Ich stell mich jetzt hier hin. Guck dir das mal an! Jetzt aber, jetzt fick ich dich, du Wichser. Jetzt fick ich dich. Du Missgeburt! Ja, hör auf. Mach kein Theater, du schlechter Schauspieler. Was ist das? Deine Fehlgeburt, weißt du? Ist mir egal, ist mir egal, ist mir ernsthaft egal. Dieses Level ist einfach so mega unfair, ne? Och ja, Leute. Sowas passiert jedes Mal im letzten Part. Komm, beeil dich, du Schlampe. Hier ist niemand. Rikimaru? Oh? Ich hatte das Schwert gar nicht draußen. Ja, machst auch wieder ein Schauspiel, ey. Hast aber auch noch nichts, ey. Ja, Leute, bei sowas kriege ich wirklich schlechte Laune, bei so etwas. Weil das kotzt an und dieser Blödmann macht gar nichts. Ich glaube, ich muss diesen Part auf jeden Fall in zwei Hälften teilen, weil sonst dauert das viel zu lange. So, oh ja, leck erstmal eine Runde wieder. Na klar! Okay, der bewegt sich. Und er scheint auf der Stelle stehen zu bleiben. Okay. Mann, was für ein unfaires Level, ey. Ja, jetzt laggen wir erstmal wieder eine Runde. Boah, Leute, ich habe keine Ahnung. Das Laggen tut mir echt voll leid. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. So. Gehen wir mal in die Richtung. Das war gar nicht so falsch. Da hinten ist einer. Da ist auch einer. Und das ist einer von unseren. Ah, Mann, warum machst du das? Verdammt nochmal, du blöder Emulator. Kurz mal orientieren. 80. Da ist er auf jeden Fall. Wisst ihr, welches dahin gerannt hätte, der uns gesehen? Kannst du vielleicht nochmal in diese Ecke rennen? Oder das machen? So. Hat nix. Wo denn?
Ach, da. Oh, Jung, mach's dir nicht so schwer. Wollen wir mal Platz genug da, um den Kill auszuführen? Natürlich reicht das nicht. Habt ihr diesen Glitch gesehen? Oh Mann, ey. Jetzt voll den fetten Arsch und voll die fetten Beine. Was ist das denn für eine Frau, ey? Komm, dreh dich jetzt. So. Ruhe hier. Komm. Ach, dann weißt du was, Schlampert, ist es mir auch egal. Ach, jetzt plötzlich hat sie was. Ah. Oh je. Das ist ganz böse. Der hat echt schlechte Augen, ne? Also, da müssen wir uns nichts vormachen. Der hat echt schlechte Augen. Wenn er sich gleich nach links dreht, also von sich aus nach links, dann ist er fällig. Aber ich weiß genau, er wird sich nach rechts drehen. Weil er ein Wichser ist und dieser Part immer weiter und immer länger wird und länger und länger. Ich muss ihn auf jeden Fall in zwei Teile teilen. Tut mir leid, sonst wird das echt zu lang und viel zu groß. Ist egal. No risk, no fun. Du Wichser, ey. Hast du jetzt davon? Jetzt bist du tot. Oh, wieder so ein Scheißsprung. Wohin dreht sich die kleine Schlampe? Natürlich in die Richtung. Warum auch nicht, Leute? Der Part ist ja noch nicht lang genug. Wir haben ja jetzt schon fast 20 Minuten. Oh Mann, manchmal hasse ich dieses Spiel, obwohl ich es eigentlich liebe. So, eine weniger. Ein großes Schiff. Was könnte das bedeuten? So, das sind zwei, ne? Und da ist jemand. Ja? Kennt ihn jemand von euch? Aber den Kampf machen wir auf jeden Fall noch in diesem Part, Leute. Keine Sorge. So. Ich würde mal sagen, viel Spaß mit der Cutscene. Berauschend. Nicht wahr? Was? Der metallische Geruch von Blut, die Todesschreie, das letzte gleißend helle Licht, wenn man stirbt. Nur die Diener der Dunkelheit wissen es zu schätzen. Ich werde euch von der Dunkelheit in das reine Licht befördern. Nicht, wenn ich euch zuerst heimleuchte. Was ein Spruch, Kimaru. Komm her. Nein, nicht legen. Ey, Leute, bitte. Da war gerade eine unsichtbare Wand. Ich schwör's euch, Leute. Ich konnte gerade nichts machen. Ich nehme vor, ich soll meine Heilpotion. Da war eine unsichtbare Wand. Ich konnte echt nichts machen. Komm her.
Hör auf abzuwehren. Weil der hat 200 Leben, Leute. Ich muss sagen, er ist blind, ne? Aua. Rikimaru, was machst du? Boah, die Steuerung und diese Kamera sind echt tot. Ich schwör's euch, der Kampf ist echt schwer gegen den. Ich muss mich treffen lassen, Leute. Steh auf. Wir sind tot. Steh auf, Rikimaru. Steh auf. Bleib doch nicht so lange liegen. Wir sind tot. Komm, 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 komm. Aber der braucht alles so lange, der Rikimaru, ey. Ich schwör's euch. Da ist Ayame viel angenehmer. Die ist nämlich viel schneller. Also regulär hätte Rikimaru eigentlich keine Chance gegen ihn, weil er viel schneller ist. Alter. Das ist ein Fight, Junge. Ich kann's euch sagen. Hier, stirb! Oder auch nicht. Stirb jetzt! Der will aber auch nicht sterben. Doch. Mein Gott. Ihr verliert. Je mehr Gegner es sind, an denen ihr euch rächt, desto grimmiger und böser werdet ihr. Bis ihr ebenso boshaft und selbstsüchtig seid wie ich. Ich suche nicht länger nach Vergeltung. Ich diene lediglich einem würdigen Meister. Es ist meine Pflicht zu kämpfen. Und damit würde ich mal sagen, das war's auch mit diesem Part. Ich muss das doch aufteilen. Das sind zwei Parts so gesehen. Tut mir leid, das ist nicht der letzte Part gewesen. Aber der nächste Part ist auf jeden Fall der letzte. Und dann geht's hier weiter. Denn wir sind jetzt auf dem riesigen Schiff, wo Kagami und Tatsumaru sich befinden. Und Ayame schleicht hier auch irgendwo rum. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Allein schon wegen diesem Endfight, der mehr als knapp war. Mann. Und schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr so Sakko findet. Ich finde den Typen voll cool, ja. Der ist blind und kann sich so gut wehren. Hammerharter Typ, ey. Ja, ich würde mal sagen, ich bin für heute raus. Wir sehen uns im nächsten Part wieder von Tenchu 2. Macht's gut, bleibt sauber und tschüss.